Es gibt keine zweite Welle, wenn man ehrlich genug ist, dass man diese Zahlen wieder runterrechnet. Noch einmal für alle, die das nicht verstanden haben. Wenn man alleine in den Wald geht und sammelt für eine Stunde einen Korb mit Himbeeren, dann kriegt man eine gewisse Menge. Wenn man zu zehnt reingeht, kriegt man vielleicht zehnmal so viel, das sagt aber nichts über die Anzahl der Himbeeren im Wald aus. Wenn auf einmal 100 Leute in den Wald gehen, dann sind vielleicht irgendwann keine Himbeeren mehr da und dann fängt man an, unreife, rosafarbene Brombeeren zu sammeln. Das sind falsch positive Fälle und irgendwann sind überhaupt keine Himbeeren mehr im Wald und dann sammelt man am Ende nur noch nicht reife Brombeeren ein. Und das ist das, was wir hier im Robert-Koch-Institut seit dem Mai erleben. Ja, viele Corona-Skeptiker, wie Wolfgang Wodarek oder Bodo Schiffmann nur als Beispiele, die sagen ja, dass die Fallzahlen, die immer publiziert werden, jetzt täglich, die Neuinfektionen, dass die überhaupt nicht aussagekräftig sind, weil eben diese PCR-Tests, mit denen man das Viruserbgut nachweist, zu viele falsche positive Ergebnisse liefern. Das heißt, es werden also Leute als infiziert erkannt, die in Wirklichkeit gar nicht infiziert sind. Das sind diese falschen Positiven. Und da gibt es in der Tat eine Studie beispielsweise, die diesen Anteil der Falschpositiven auf bis zu 2,2% schätzt. Das war eben eine weltweite Studie, wo man an mehrere hundert Labors weltweit präparierte Proben geschickt hat, um zu checken, wie genau die arbeiten. Und da kam eben diese Rate raus. Und es wäre in der Tat eine relativ hohe Rate, wenn also 2% positiv wären und nur 0,5% der Bevölkerung wäre beispielsweise infiziert, dann wäre das sehr relevant, also gerade bei niedrigen Infektionszahlen. Jetzt gibt es aber Zahlen aus Deutschland, aus Bundesländern beispielsweise. Da wurde in Schleswig-Holstein wurde irgendwie in 2 Wochen, also 23. und 24. Kalenderwoche, waren von 29.000 Tests überhaupt nur 20 positiv. Also wenn man jetzt annimmt, die sind alle falsch positiv, wäre dieser Anteil also nicht über 2%, sondern 0,026, also fast nur ein Hundertstel. Und damit wäre der Test natürlich oder ist der Test sehr, sehr aussagekräftig und sehr genau. Also die Zahl der falsch Positiven ist sehr viel niedriger, als viele Kritiker da sagen. Wir haben jedes Jahr, überall in der Welt, haben wir immer neue Viren, weil die Viren sich verändern müssen. Wenn dieselben Viren nochmal kämen, dann würde sie unser Immunsystem erkennen und wir könnten uns nicht krank machen. Das heißt, die Viren könnten sich nicht vermehren und die wollen sich ja vermehren. Und deshalb müssen sie sich immer ein bisschen ändern. Deshalb haben wir also jedes Jahr neue Varianten dieser Viren. Und da gibt es etwa 100 verschiedene Virustypen und die verändern sich dauernd. Das ist so die Szene. Und wir haben uns bisher kaum darum gekümmert, welche Viren nun diese Grippe oder diese Erkältungskrankheit oder was, wie man das nennen will, verursachen. Ja, in der Tat sagen ja viele der Corona-Skeptiker, dass es im Prinzip nicht gefährlicher ist als Grippevirus. Und sie machen das auch daran fest, dass eben viele der Verstorbenen schon relativ alt waren. Das stimmt ja, also das Durchschnittsalter ist relativ hoch. Und dass diese Menschen ohnehin nicht mehr sehr lange zu leben gehabt hätten. Und wenn man sich das anschaut, ist es natürlich in Abwägung jetzt zu anderen Gesundheitsrisiken, ist richtig, dass Corona nicht das größte Gesundheitsrisiko bei uns ist. Also es sterben natürlich viel mehr Leute durch Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Krebs. Nichtsdestotrotz kann man eben in den Sterbestatistiken relativ deutliche Effekte sehen. Die sind jetzt in Deutschland nur in einem Monat, also im April hat man eine statistisch relevante Übersterblichkeit. Und wenn man dann in die Nachbarländer guckt, die viel stärker getroffen sind, also Frankreich, Italien, Spanien, da ist also auch über mehrere Monate und es wird sicher auch in der Gesamtjahresbilanz eine deutlich höhere Sterblichkeit sein. Ich glaube auch in Schweden, wo ja die Maßnahmen relativ locker waren, sind so viele Menschen in diesem Zeitraum gestorben, wie früher mal bei einer großen Hungersnot in dem Land. Und ein weiterer Punkt, ist eben auch diese Behauptung, dass diese Menschen ohnehin schon so alt waren und ohnehin gestorben wären. Das ist natürlich schwierig zu schätzen, wie viel früher jemand gestorben ist, aber es gibt Schätzungen,
dass also so 9 bis 10 Jahre durchschnittlich an die Leute noch gelebt hätten, die an oder mit Corona verstorben sind. Dann gibt es die genbasierten Impfstoffe, die sind völlig neu. Völlig neu. Noch nie sowas gewesen. Was tut man da? Man nimmt nicht das Eiweiß, diese Spikes hier, sondern man nimmt das Gen selbst. Das muss man sich wirklich überlegen. Man spritzt ein Virusgen in den menschlichen Körper. Wissen Sie, was das bedeutet? Das sind Tierversuche, Menschenversuche. Ja, ihr denkt alle. Oh, wenn eine Pflanze genverändert ist, das will ich nicht essen, ja, das muss irgendwie gekennzeichnet werden. Schlimm, da bin ich ein bisschen, naja, bin ich mehr bereit, mir was erzählen zu lassen, denken zu lassen. Aber wenn man mir sagt, ich tue ein Gen bei Ihnen rein, ohne es vorher getestet zu haben, da sage ich, no way, das ist nicht erlaubt. Ja, diese mRNA-Impfstoffe, es ist in der Tat eine relativ neue Technik, mit der noch nicht so viele Erfahrungen vorliegen. Aber nach dem, was ich bis jetzt gelesen habe, ist es zum Beispiel nicht zu befürchten, dass diese Erbgutschnipsel, also das sind ja kleine Erbgutabschnitte, die quasi den Bauplan für Teile der Virushülle beinhalten. Und da ist eben so, dass die nicht, nach jetzigem Stand, nicht in die menschliche DNA, ins menschliche Erbgut eingebaut werden können. Und um Menschen jetzt wirklich genetisch zu verändern, müsste man ja auch an die Keimzellen letztendlich drangehen, also an Spermien und Eizellen letztendlich, und die genetisch verändern. Aber nach jetzigem Stand kann man nicht davon ausgehen, dass eine Behandlung mit diesem mRNA-Impfstoff das menschliche Erbgut in irgendeiner Weise verändert. Man kann natürlich noch sagen, also bei den Impfungen, man hat es ja auch in den Studien gesehen, was natürlich sein kann, sind Überreaktionen vom Immunsystem, die nicht ohne sind. Aber das ist jetzt nicht ein Spezifikum von mRNA-Impfstoffen. Das kann auch bei konventionellen Totimpfstoffen beispielsweise vorkommen. Ja, was diese Corona-Kritiker jetzt, wie Herrn Bhakti und andere, eint, ist ja letztendlich, dass sie sich mit ihrer Kritik direkt eigentlich über YouTube und populäre Veröffentlichungen, Bücher beispielsweise, an ein Laienpublikum richten und aber den Austausch mit ihren Fachkollegen, die also aktiv auf dem Gebiet jetzt gerade arbeiten, scheuen. Das kritisieren also insbesondere auch die Mediziner an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wo ja Frau Reis auch selber tätig ist als Professorin. Und die sagen eben, das sei kein wissenschaftliches Arbeiten, wenn man so rangeht. Es ist auch so, dass natürlich viele der Experten oder sogenannten Experten, die da jetzt auftreten, auf dem speziellen Gebiet, über das sie da reden, gar keine Expertise haben. Das gilt insbesondere beispielsweise jetzt für Mediziner, jetzt wie Bodo Schiffmann, der ja selber nie wissenschaftlich mit Viren gearbeitet hat, im Gegensatz zu Herrn Drosten beispielsweise. Auffällig ist auch bei dem, was diese Leute sagen, dass man relativ wenig hört, dass da Unsicherheiten oder Zweifel sind, während jetzt beispielsweise Herr Drosten regelmäßig darauf hinweist, dass er das Ganze, dass man noch sehr wenig weiß und eigentlich jeden Tag neue Ergebnisse kommen können, die vielleicht neue Bewertungen von Maßnahmen dann erfordern. Und bei den Skeptikern klingt das eben oft so, wie wenn das jetzt eine absolute Gewissheit wäre, mit der sie da ihre Position vertreten. Und das suggeriert eigentlich eine Sicherheit, die Wissenschaft in der Art eigentlich nicht bieten kann. Vor allen Dingen, wenn es um einen relativ neuen Krankheitserreger geht, mit dem man jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat.